Silvester. Heute ist es ja morgens das neue Jahr. Startet rein. Ist cool. Ja, heute ist der 31.12., also bedeutet heute ist Silvester. Und wir werden heute Sushi machen. Ja. Und ja, wir nehmen euch mit. Hier ist schon eine Portion. Und hier kommt schon die zweite. Und da wird jetzt Miso-Suppe gekocht. Und ja, genau. Wir haben alle Zutaten besorgt. Wir waren extra noch im Asialaden und haben hier so Miso-Paste und so asiatische Sachen halt gekauft. Wissen nicht mehr, was es ist. Wissen nicht, was es ist, weil wir es leider nicht lesen können. Also hier bin ich. Also es gibt Sushi. Es gibt hier dann die Miso-Suppe. Und es gibt ein riesen Omelette und ja, es wird richtig cool. Es ist wunderbares, schönes Essen. Also das ist jetzt die Miso-Suppe. Und da ist jetzt Tofu, Frühlingszwiebel und noch halt so für Miso-Suppe Sachen drin. Also wir machen jetzt die Live-Verkostung von unserer ersten eigenen Miso-Suppe. Ist gut? Lecker. Danke. Also wir fangen jetzt an, das Sushi zu machen. Wir haben hier Lachs, Avocado, Thunfisch, Sesam, Reis und dann haben wir hier drüben noch Gurke, Meerreis und das räumen wir jetzt, glaube ich, auf so einer Platte und dann wird es so mit so Seetang so verrollt. Also wir haben hier jetzt schon mal ein paar Nigiri gemacht. Und hoffen halt, dass der Reis dann hält, wenn man es in die Sojasauce tut. Aber, ja. Die sind jetzt mit Thunfisch. Macht das. Guck mal, das mag dies. Musst du näher zeigen. Das ist genau Markis. Was ist da jetzt drin? Avocado und Lachs? Nein. Also ja. Das ist Gurke und Lachs. Das ist Gurke. Was machen wir jetzt? Nochmal Gurke? Gurke und Lachs? Machst du gut. Und wie die aussehen? Die aussehen gut aus. Ja. Also wir essen jetzt erstmal. Wir haben hier Nigiri mit Lachs und Thunfisch. Hier haben wir Maki mit Gurke, Lachs und Avocado teilweise. Und hier haben wir so Omelette, aber mit Zucker. Also so ein süßes Omelette. Japanisches Omelette. Das ist der Tisch. Hier haben wir noch Ingwer und... Ja. Guten Appetit. Frohes Neues. Danke. Wir haben noch... 3 Stunden, knapp 3 Stunden, oder? Bin ich richtig oder bin ich falsch? 2 und ein bisschen. Echt nur Hunger. 2 nur noch, hä? 2, 3 Viertel. Ja, lecker? Yes. Oh, soll ich durch den Schnee laufen? Klar, 20. 21. Oh Gott. Ist das kalt. Ja, so unglaublich kalt. Wir machen jetzt Inside Out. Das heißt, hier außen ist der Reis und nicht mehr innen. Und jetzt ist hier noch Sesam drauf. Und die werden jetzt geschnitten. Ja, ja, ja. Natürlich. Siegesage, nicht runterhacken. Hände sind nass. Was machst du jetzt, Mareike? Du musst mir jetzt mal hier zeigen, wie man das macht. Was muss man als erstes machen? Du, hallo. Nicht duschen in der Ding. Deine Panreis? Mhm. Das ist ein Quatsch, oder? Von den Reis zerdrücken. Zerdrücken. Okay, machst du gerade wieder so eine Rolle? Ja. Zeig mal. Die sieht ja mega aus. Ich hab's halt. Ja, du kannst es wirklich. Wie im Asialaden. Du bist wie im Asialaden. Ja, also ich bin halt ein deutscher... Deutscher Asiate. Nein, ein deutscher Asiate, genau. Ein deutscher Asiate. Ja, bin ich halt. Mhm. Ist der Wahnsinn. Mareike, ich muss schon sagen. Mareike. Wir machen mit Mareike einen Sushi-Laden auf. Die Deutschen eröffnen einen Sushi-Laden. Das machen wir. Mareike, komm. Oh, es ist kalt. Wir holen jetzt nämlich noch einen Sekt für uns. Ich kann. Weiße Rupalp.
Wir haben gleich Mitternacht. Wir schlafen nicht. Wir sind die Dasnacht wach. Wir machen Party. Bis 0 Uhr, bis 0 Uhr. Und wir stehen halt auch eh sehr, sehr früh auf. Sehr früh. Nee, also ich schlafe morgen aus. Ach, richtig. Das haben wir jetzt auf Kamera. Und wenn morgen früh, ich werde euch noch sagen, bis wie viel Uhr sie geschlafen hat. Mareike ist nämlich die Erste, die da morgen bis 11 schläft. Also es ist jetzt mittlerweile 20 vor 12. Mhm. Und wir spielen jetzt noch eine Runde Poker. Mhm. Und dann feiern wir ins neue Jahr und dann gehen wir, glaube ich, schlafen. Weil ja. Ich bin sehr müde. Ich weiß nicht, bist du auch so müde? Ich bin auch sehr, sehr müde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr müde. Aber jetzt spielen wir noch eine Runde Poker. Poker und dann gehen wir alle ins Bett. Ja. Poker. In 3 Minuten, ne, ist 2021. Hm? Verrückt, ne? Wir sollten jetzt mal rausgehen. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier wird schon voll geknallt. Ja, mal schauen. Gehen wir raus? Ja. Frohes Neujahr, Heiki. Hier unsere 3 Schneemänner, unsere kleinen Schneemänner. Frohes Neues, Heike. Frohes Neues. 2020 ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir 2021. Genau, jetzt ist das Jahr schon vorbei. Es ist jetzt, glaube ich, schon wieder 20 nach 0 Uhr. Genau. Also ist es schon das neue Jahr. Und ihr werdet euch nicht wundern, es wird nicht über Lana knallen. Nee. Lana nicht mehr. Ja. Und wir wollten nur sagen, dass wir jetzt das Video hier wahrscheinlich beenden an dieser Stelle. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wir wollten uns nochmal bedanken für all die, die unsere Videos gucken. Tschüss! Und einen guten Rutsch. Es ist jetzt dann eh schon vorbei, aber egal. Habt ein gutes Jahr 2021. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ciao! Tschüss und bleibt gesund! Mach deine Hand drauf.